sollte ich mir gar nicht so viel Gedanken machen, dass sie da irgendwo gegen die Bäume fliegt. Wenn es passiert, dann passiert's. Und ansonsten, das ist ja kein richtiger Test. Jetzt hat es geschafft. Jetzt hat es geschafft. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich begrüße dich zu meinem neuesten Video. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Vielleicht kommt dir dieser Ort hier ein bisschen bekannt vor aus zwei meiner letztjährigen Videos. Das ist der Wernerwald hier bei uns an der Nordseeküste. Und zwar habe ich hier schon ein Comparison-Video gemacht, in dem ich hier durchgelaufen bin mit den verschiedenen Action-Camps. Damals noch mit der Pocket 1. Heute habe ich jetzt hier die Pocket 2 mit am Start. Die wollen wir dann mal testen, wie die sich hier in diesem rauen Gelände mit dem vielen Grün jetzt hier im Sommer verhält. Und des Weiteren habe ich auf meinem schönen neuen E-Bike die Insta360 One X2 mit dabei. Und auch noch die gute R2S. Die führen wir heute auch mit uns. Die DJI R2S. Und zwar bietet sich das hier an, erneut ein kleines Tracking zu machen, ein Test des Tracking-Systems. Ich hatte ja im letzten Jahr auch ein Video dazu gemacht mit der R2, mit dem Vorgängermodell der R2S. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie die sich dabei schlägt. Die R2 hat dabei ganz gut abgeschnitten, die hat den Weg durch die Bäume richtig klasse gefunden. Und dann mal sehen, was die Kleine jetzt hier so macht. Okay, dann erstmal möchte ich dich wieder daran erinnern, wenn dir das Video gefällt, einen Daumen nach oben, schreib einen schönen kleinen Kommentar und du kannst auch gerne abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast und natürlich die Glocke drücken. Gut, dann wollen wir jetzt hier mal die R2S starten. Dieses Mal ist dieser Akku hier nicht ganz voll, der hat nur 70%, aber ich denke, damit kommen wir schon irgendwo hin. Okay, mal schauen, bis die App sie findet. Ich hoffe, da ist ganz gut was zu sehen. So, da sind wir. Dann starte ich schon mal die Aufnahme als erstes. Und jetzt die R2S. Es geht auch wieder richtig gut. Ich habe natürlich wieder meine Super Tripod Sticks hier installiert, damit ich das Ganze schön feinfühlig manövrieren kann. Und gucken, was sie macht. Du musst jetzt ein Stück zurückfliegen. Manchmal hat sie da so ein bisschen Startschwierigkeiten, das ist mir schon aufgefallen. Okay, scheint noch zu gehen. Funktioniert nicht so richtig. Aber okay. Bisher ist das Ganze noch nicht sehr vertrauenserweckend. Aber jetzt scheint es doch hingekriegt zu haben. Ich hoffe, dass ich das alles gut reinbekomme hier mit der X2 und der Pocket 2. Da ist jetzt ein Baum hinter dir. Ich hoffe, das bemerkst du. Gleich ist er am Baum. Nicht sehr vertrauenserweckend. Fliegen wir mal ein bisschen weiter. Tja, das ist leider nicht so richtig vertrauenserweckend. Bislang. Mal gucken, wie sie sich jetzt verhält. So, im Wald hat sie doch arge Schwierigkeiten. Jetzt hängt sie schon wieder fast vorm Baum. Ja, du musst dich echt im Wald total langsam bewegen. Ansonsten kriegt sie da keine guten Einstellungen mit hin. Ja. So. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt im nächsten Moment gleich am Baum hängt. Ja, schade, schade, schade. Gehen wir mal hier rüber. Das weiter runter.
etwas höher nehmen. In Ordnung. Und nochmal ein kleines Stückchen entgegenkommen. Ja, so gesehen macht sie das ja schon. Aber ich habe das Gefühl, dass sie zu langsam auf die Bäume reagiert. Was bei dem Vorgängermodell der R2 wirklich gut funktioniert hat. So dicht am Baum dran. Na gut. Wir schauen mal. Aber seitliche Sensoren hat sie ja auch gar nicht so gesehen. Jetzt folgt sie mir nur. Sie schaut nur. Jetzt müsste sie ja eigentlich einen Weg um den Baum herum finden. Jetzt müsste sich ja eigentlich einen Weg suchen hier, wie sie wieder zu mir kommt. Ja. Oh mein Gott, ist das dicht dran, ey. So. Etwas höher. Auf mich zu. Active Track. Parallel. Go. Mal gucken, wie das jetzt so hinhaut. Akku hat noch 25%. So. Ja, sie folgt. Wenn sie hinter mir herfliegt. Ich möchte ja ungern einen Crash riskieren. In diesem Test. Platz zu eng, Active Track beendet. Ja, das klappt hier im Wald überhaupt nicht. Was echt schade ist. Mit der Vorgängerversion hat das sehr gut hingehauen. Das ist wirklich bedauerlich. Na gut. Platz zu eng, Active Track beendet. Track, parallel, go. Ja, nochmal ein Stückchen weiter. Oh. Eigentlich hatte ich ja sogar vor, sie ein bisschen hinter dem Fahrrad hinterher fliegen zu lassen. Aber ich glaube, das kann ich mir auch schon abschminken. Was ist das jetzt? Ja, gerade jetzt. Abbruch. Jetzt meckert sie wegen dem Batterielevel 19%. Ich lasse noch ein bisschen in der Luft. Und dann hebe ich jetzt mal das Rad hier rüber. Hier liegt ein Baumstamm im Weg. Lass ich mal rüber mit meinem Rad. Ja, R2 ist noch dran. Okay, ich nehme es auch noch auf. Schön, ja. Ja, ich werde die gleich landen und den Akku wechseln. In der Zwischenzeit könnte ich versuchen, noch mal ein bisschen hier durch die Rabatte zu laufen. Ja, so gesehen funktioniert das ja. Ich verstehe noch nicht. Wow. Das solltet ihr echt sehen. Das wäre sich fast gegen den fetten Baum geflogen. Da hat ganz, ganz wenig gefehlt. Ich gehe nochmal weiter. Dass sie im Cinemode schalte. Vielleicht fliegt sie dann etwas vorsichtiger. Okay, Active Track. Parallel. Go. Na komm. Geh noch mal drauf zu. Dann entfernt sie sich. Hält auch an, dann kommt sie wieder zurück. Jede Bewegung ist so ausschweifend und schnell,
dass ich mir da echt Sorgen mache. Ich gehe nochmal hier ein Stück geradeaus. Ein Active Track. Ich habe mich schon verloren. Okay. Ja, ich werde jetzt mal erstmal landen. Ja, okay. Und dann gehen wir jetzt hier in die zweite Runde. Ich habe den Akku, wie gesagt, gewechselt. Und dann wollen wir jetzt noch mal etwas mehr den Active Track ausprobieren. Was ich vergessen habe, ist den ND-Filter abzumachen. Das mache ich jetzt eben noch mal. Also einmal wieder aus. Okay. Dann werde ich den ND-Filter jetzt entfernen. Und einfach mal so in meine Hosentasche verstauen. Das geht mal eben. So, dann mache ich sie wieder an. Jo. Und dann starten wir es jetzt nochmal. Versuchen den Active Track erneut. Jo. Vielleicht mal seitlich. Es ist zu eng hier. Müssen wir woanders machen. Wenn, dann müssen wir das woanders machen. So, das sieht okay aus. Jetzt hat sie natürlich mehr Licht. Vielleicht klappt das dann alles etwas eleganter. Schauen wir mal. Gut, dann will ich sie jetzt mal wieder aus der Hand starten. Aufnahme schon mal beginnen. Und aus der Hand starten. Das funktioniert. Dreh dich einmal, flieg zurück, alles mit den schönen, sanften, neuen Tripod-Sticks. Ja, einfach mal versuchen, mich zu markieren jetzt hier. Das Active Track, parallel und go. So. Erstmal zu Fuß wieder. Eins verstehe ich nicht, dass die App das zulässt, dass sie so schnell fliegt. Das ist lebensmüde. Das ist echt viel zu gefährlich, das Ganze. Wahnsinn. Na gut. Ist egal. Wenn sie jetzt crasht, dann crasht sie. Guck dir das an. Ja, ich versuche sie mal zur Seite zu nehmen. So, dann soll sie das mal so versuchen. Okay, das ist das Einzige, was mir jetzt momentan einfällt. Ja, und wir schieben das Rad hier mal weiter. Und sie kommt näher. Ja, und jetzt müsste sich ja hoffentlich dann etwas entfernen. Ich schalte das mal höher hier mit der Pocket, dass ihr da auch was sehen könnt. Okay. Ja. Bis jetzt ganz gut. Hinten kommen gleich die großen gefährlichen Bäume. Schauen, was sie macht. Ja, jetzt hast du dich da. Oh nein. Man hat doch eigentlich immer Angst um seine Mavic. Zur Seite keine Sensoren, aber das hatte die 2 ja doch auch nicht. Sie hatte doch auch keine Sensoren zur Seite. Tja. Sie sieht nicht, was seitlich von ihr ist. Das packen die Sensoren nicht.
Jetzt hast du mich verloren, ne? Jetzt dürfte sie mich verloren haben. Dann hovert sie da an der Stelle. Lass das Rad mal eben hier stehen und hole sie dann wieder. Da bin ich wieder. Wenn du jetzt mal ein Stückchen vorfliegen würdest. Jetzt geht das sogar. Okay, dann könntest du mir jetzt eigentlich ganz gut folgen. Active Track, parallel, go. Ja. Ich rolle hier mal ein bisschen weiter. Also ich scheint hinterher zu kommen. Vielleicht sollte ich mir gar nicht so viel Gedanken machen, dass sie da irgendwo gegen die Bäume fliegt. Wenn es passiert, dann passiert es. Und ansonsten, das ist ja kein richtiger Test. Jetzt hat es geschafft. Jetzt hat es geschafft. Ach du Scheiße. Ja, es ist echt nicht zu empfehlen. Guckt euch das an. Da liegt die Mavic. Hat den Baum seitlich nicht gesehen. Hat ihn voll erwischt. Ja. Okay, Kratzer halten sich noch in Grenzen. Sicherlich die Propeller haben schon was abgekriegt, sind aber, weil ich das sehen kann, nicht gesprungen oder so. Sind keine Risse drin. Gehen wir mal hier wieder zur X2. Okay. Ja, alles klar. Funktioniert nicht. Haut nicht hin. Keine seitlichen Sensoren. Im Wald ist das absolut nicht zu empfehlen, das Ganze zu nutzen. Tja, die R2S. Das Active Track ist nicht so gut wie das von der R2, von dem Vorgängermodell. Ja. Ich hoffe, sie hat es überlebt, diesen kleinen Crash. Ich hoffe auch, dass die X2 das drauf hatte. Zumindest so ein bisschen von der Seite. Und ja, falls dir das Video gefällt, gib mir bitte einen Daumen nach oben. Schreib einen kleinen Kommentar. Weiß ja Bescheid. Okay, dann werde ich jetzt das Rad ein bisschen noch ein paar Meter weiter schieben. Und dann starte ich die R2S nochmal. Kein Active Track diesmal, sondern halt mit meinen schönen neuen Super Tripod Sticks werde ich dann versuchen, ein paar ruhige Flugaufnahmen zu machen im Tripod Mode, Cine Mode. Okay, bleibt dran.